Willkommen zurück, Leute, zu Dragon Quest 8. Wir sind auf dem Weg zu einer Höhle, in der sich eine Kristallkugel verbergen soll. Die sollen wir ja Valentina bringen, auf dass wir ihrem Vater Calderusha helfen können, ein Wahrsager, der uns wiederum vielleicht auch behilflich sein kann mit seiner Kraft. Aber das müssen wir erstmal sehen. Ich habe ein bisschen trainiert offscreen. Sind jetzt alle erstmal Level 6. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Kopftuch habe ich mal nicht verkauft und auch den Bastrock. Ich glaube nämlich, die könnten noch ganz nützlich werden, eventuell, aber das müssen wir mal sehen. Wie auch immer. Ich würde sagen, Leute, gehen wir in diese Höhle. Es wird wohl nochmal spannend. It looks like we found it. Naturally, I'd love to come in with you, but I couldn't possibly put Medea in danger. I'm sure you'll do a fine job of finding the crystal ball without us. We'll be waiting here. You be careful in there. Ja, natürlich sind wir vorsichtig. Keine Sorge, ja? Ja, wunderbar. Die Wasserfallhöhle, Ebene 1. Hier sind wir unterwegs mit einer Fackel auch schön. Ich mag das. Das war echt ganz cool gemacht. Ja, da auch eine bessere Dynamik im Vergleich zu Dragon Quest 7. Rein perspektivisch. Wunderschön aus der Third Person hier. Das macht auf jeden Fall was her. Dann arbeiten wir uns mal hier durch und hoffentlich läuft's auch gut. Ich weiß noch, dass ich eben angespielt hier leider meine Probleme hatte ein bisschen. Wir arbeiten uns auch ein bisschen durch und ihr werdet gleich sehen. Also erstmal natürlich neue Gegnerart. Die will ich auch immer zeigen, sobald was Neues dabei ist. Erstmal habe ich den Drachenhieb. Leider ist er ausgewichen gerade. Wow. Und die Kämpfe sind beschleunigt. Das heißt, sie sind immer doppelt so schnell. Und das ist sehr, sehr schön, dass das geht. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Sehr praktisch. Und anscheinend halten wir auch schon eine Menge aus. Das ist doch super. Gut trainiert auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich hoffe wirklich, wir können uns auch gut behaupten, wie gesagt, gegen diesen Typen, der auf uns wartet. So, den Gegner kennen wir auch noch nicht. Ich zeige eben nur alle neuen Gegnersorten. Sobald wir schon eine Gegnersorte kennen, werde ich den Kampf überspringen. Sieh mal eine an, die macht ein bisschen Schaden. Ist aber nicht besonders nett. Beschleunigung. Der wird flinker, der Kollege. Der Maulwurfsschelm. Na sowas. Oh, er konzentriert sich. Bloß nicht. Hilfe. Oh nein, oh nein, oh nein. Das machst du nicht. Wir müssen ihn sofort vernichten, Leute. Das ist echt heftig, wenn jemand sich konzentriert. Ja, noch geht's, aber sobald so ein Gegner mal richtig ausrastet, dann kann das völlig eskalieren. Aber hier drin kriegt man viel mehr Goldmünzen. Ich habe mich nämlich nicht reingewagt und schön außen trainiert. Aber hätte ich mal lieber doch hier drin trainiert. Wow, 100 Goldmünzen. Cool. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so rum. Wir sehen uns aber auch nochmal im großen Raum um. So, den hier ignoriere ich. Müssen wir mal sehen. Vielleicht nehmen wir noch ein, zwei Level mit vom Boss. Da bleibt es natürlich spannend. Und es ist ja so, es haben mich relativ viele Leute gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf Dragon Quest 9. Das wäre ja auch so genial. Und ja, ich bin da auf jeden Fall aufgeschlossen. Das muss ich mal sagen an der Stelle. Ja, mit dem reden wir gleich. Der läuft uns ja nicht davon. Ich will jetzt erstmal in die große Halle hier nochmal. Also, klar, warum nicht? Dragon Quest 9 anschließend. Müssen wir mal sehen. Ich meine, Dragon Quest 11 braucht ja noch ein bisschen. Witzigerweise war jetzt vor kurzem der Release-Termin im Japanischen. Es war im Juli. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber Ende Juli war es, glaube ich. Also dauert es auch noch ein bisschen, bis es zu uns kommt, logischerweise. Wenn es zu uns kommt, wenn... Also ich bin mir ziemlich sicher, es kommt zu uns. Ja, doch. Doch, auf jeden Fall, Leute. Das würde mich stark wundern, ehrlich gesagt. Denn da hat Square Enix nochmal richtig auf den Kasten gehauen. Wo ist denn jetzt der Lederhelm? Bin ich jetzt total bescheuert. Ich sollte nicht so viel nebenbei reden. Ja, dann werden wir auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wir haben beide einen Lederhut, schade. Da habe ich schon was eingekauft. Aber so ist das eben manchmal. Also der Dragon Quest 9 ist ja ein DS-Teil. Und der ist ja auch sehr hoch gelobt worden von der Presse, muss man auch sagen. Sehr gute Bewertungen, durchgehend positiv. Nicht eine gemischte, ist auch interessant. Weil ich mich dann natürlich nochmal schlau gemacht habe. Da bin ich auch mal gespannt drauf.
Aber Dragon Quest 8 soll dann etwas... Also, es soll etwas erwachsener sein. Was viele kritisiert haben beim 9. Teil ist anscheinend, dass die Charaktere etwas zu flach sind und zu kindlich. Dass es eben eher jüngere Leute anspricht und Dragon Quest 8 soll dann doch etwas erwachsener auch hier und da sein. Was ich persönlich natürlich ganz gut finde. Aber da muss ich mir auch wieder selbst ein Bild machen. Das muss ich eben sehen. Ich bin hierher gekommen, um mir den Wasserfall anzusehen und habe dabei diese Höhle entdeckt. Eine Wasserfallhöhle. Ist das spannend? Ich wollte sie erforschen. Dann habe ich mich total verlaufen. Und hört mir bloß an mit diesen Riesen wie von einem Monster. Was? Hört mir bloß auf mit diesen Riesen wie von einem Monster, das uns den Weg versperrt. Wenn ihr euch in die Höhle hineinwagen wollt, dann folgt meinem Rat und bringt erstmal eure Kampfkünste auf ein anständiges Niveau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das schon sind, aber... Naja, haben wir mal Vertrauen in unsere Fähigkeiten, sonst wird das selbstverständlich nichts. Oh, das sind jetzt wieder altbekannte Gegner, aber macht ja nichts. Ich denke, ein Level-Up kann auf jeden Fall nicht schaden. Und so ein bisschen Training kann man schon zeigen. Aber ich bin kein Fan davon, alles Training zu zeigen. Das wäre bei Dragon Quest wirklich gnadenlos noch dazu. Denn auch diese, ja, 5 Level-Ups, die ich jetzt hinter mir habe, haben schon ein bisschen gedauert. Aber jetzt nicht so lange. Wie lange habe ich trainiert? Vielleicht so 20 Minuten oder so. Schätze ich mal. Und ich meine, Dragon Quest 7 waren insgesamt 50 Stunden Farmen. Ja. Ich hoffe mal, hier wird das nicht so eskalieren. Das wäre sehr, sehr schön. Aber okay. So, sehen wir uns nochmal um. Ich meine, im Angespielt wäre ja noch irgendwo eine Kiste gewesen. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen und vielleicht war die auch ganz woanders. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und sehe mich immer ganz genau um. Aber nee, ich glaube, da bilde ich mir tatsächlich was ein. Dann gehen wir weiter. Auf zur nächsten Ebene. Sie wartet auf uns. So, Ebene Nummer 2. Was haben wir denn da alles? Eigentlich auch nur ein großer Korridor. Große Halle in der Mitte. Oh, das ist neu. Das kennen wir noch nicht. Gleich mal anschauen. Es sind Stiefelhopser. Oh mein Gott, Stiefelhopser. Böse, böse Stiefelhopser. Ja, Flinkheit könnt ihr von mir aus ein bisschen beeinflussen, das stört mich jetzt nicht so sehr. Ich scheint ja sowieso recht flink zu sein, wenn ich mir das so genauer ansehe. Ein Tick robuster als ich dachte. Vielleicht bringt ihr auch mehr Erfahrung, huh? Wie sieht's denn aus? Ja, allerdings. Ja, das hat sich gelohnt. Klasse, an Stiefelhopsern kann man schon mal ganz gut trainieren. So, bei Jengis habe ich bisher noch nichts investiert. Ich will mal hauptsächlich auf Äxte gehen, zwecks Teufelsbeil und so. Sollten wir später mal wieder an Metallschleim oder so trainieren, ist das natürlich super. Was ich nebenbei natürlich auch machen könnte, wäre in Humanität zu investieren eventuell. Das hört sich nämlich auch super spannend an. Naja, vielleicht zumindest mal 4 Punkte fürs erste Talent. Und Äxte mal 6 Punkte investieren, dass wir zumindest das schon mal haben. Bringt uns halt aktuell nichts, weil er gerade eine Keule schwingt. Also, sehr schön. Einfache Axtkampftechniken, Helmspalter, Humanität, eine sanftmütige Seele. Er lernt den Pfiff. Jetzt bin ich mir nicht mal hundertprozentig sicher. Ich denke, es war Statusheilung, oder? Ach nein, ruft Monster mit einer Pfeife herbei. Okay. Dann habe ich das verwechselt. Schade. Wäre ganz schön gewesen, natürlich das andere, aber... Naja. Man kann ja nicht alles sofort haben. Hier sind noch mehr dieser Stiefelhopser. Aber die tanzenden Teufel habt ihr auch noch nicht gesehen. Deswegen fordern wir mal tanzende Teufel heraus. Außerdem muss Chris auch noch aufsteigen. Ganz wichtig. Ein heiser Tanz. Aber da packt uns nicht das Tanzfieber. Bam, draufgehauen. Und er greift einfach nur normal an. Ist ganz lustig, wenn alle ein bisschen abdancen. Aber in dem Fall verstehen wir keinen Spaß und hauen einfach drauf. Oh Mann. So, hier war das wahrscheinlich, oder? Mit der nächsten Kiste. Ich meine, hier war irgendwo mal was versteckt. Vielleicht war es auch die andere Seite. Oder ich bilde mir schon wieder etwas ein. Das kann natürlich auch sein. Dann sollte ich mir Gedanken machen, ob ich mir nicht zu viel einbilde. Tja, leider können wir nicht sprinten. Das finde ich auch ein bisschen schade. Man hat ja die Kämpfe schon beschleunigt. Von mir aus hätte man ruhig eine Sprintoption mit einbauen können. Schadet auch nicht. Ist ja eher eine Komfortfunktion. Dient ja mehr der Bequemlichkeit. Tatsächlich, es scheint hier keine Kisten zu geben. Ach, das Teil flieht sogar vor uns, seht ihr?
Und das finde ich so cool an dem Gegnerverhalten in dem Spiel. Es ist so viel besser, wenn in Dragon Quest VII alles total aggressiv ist und sofort euch angreifen möchte. Und dazu noch absolut krass eingestellt ist eben. Ich glaube, bevor wir den hier herausfordern, sollten wir vorher nochmal irgendwie Chris auf Stufe 7 bringen. Das wäre ganz sinnvoll. Ich hoffe mal, das klappt nach dem Kampf. Okay, die sind anscheinend nicht besonders stark, aber sie können sich konzentrieren. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Wir könnten uns auch mal ein bisschen konzentrieren, wenn wir wollen. Aber ich glaube eher, dass ich das wenn dann beim Boss mache. Sehr gut, der hat Stufe 7 erreicht. Und kriegen wir Talentpunkte? Natürlich. Die können wir eventuell weiter in Schwerter investieren. Courage wäre auch interessant. Zumindest sowas wie Teleportation ist nützlich, aber wir brauchen es, denke ich, noch nicht. Das wird, denke ich, später eher interessant sein. Ja, ich kann echt richtig krass hier investieren, dann kriegen wir nämlich den Flammenhieb und ich glaube, der dürfte schon ganz nützlich sein. Ja, klar. Ein berühmter Schwertkämpfer, so schnell schon, Wahnsinn. Ja, den können wir wahrscheinlich direkt herausfordern, so. Wie sieht's aus? You must be really brave to come up and talk to me like this. A bat that looked like a peddler came along earlier, but when he saw me, he ran away without saying a word. Anyway, as you've probably realized, you'll have to fight me if you want to go any further. What do you think? Brave enough for that, are you? Ja, selbstverständlich. Was denkst du denn? Really? You are brave. That means you must be a good fighter. I know. In recognition of your bravery, I'm going to let you through. Off you go. Be careful now. Also, hier habe ich ja versagt das letzte Mal. Ich speichere hier mal. Ups, das war falsch. Wow, ich muss mir auch erstmal angewöhnen, dass hier das Menü etwas anders strukturiert ist als bei Dragon Quest VII. Da war ja System weiter unten. Oh je. Aber das Coole ist, hier beim Schnellspeichern kann ich auch sofort fortsetzen. Das war bei Dragon Quest VII ja auch nicht der Fall. Von daher, tipptopp. So, ich will gegen dich kämpfen, ja. Und wir sollten uns beeilen. Also ich weiß noch, im Angespielt hat er Kleinholz aus mir gemacht, weil er sich die ganze Zeit konzentriert hat. Und es war einfach zu viel Konzentration. Aber ich hatte vielleicht auch viel Pech. Jetzt fängt er schon direkt an, normal anzugreifen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Wow, Tatsache. Der ist einfach völlig ausgerastet bei mir. Hat, glaube ich, dreimal konzentriert. Und der Engers war aber, glaube ich, dann auch relativ schnell tot. Noch dazu. Und dann hat er halt einfach voll ausgeteilt. Na gut. Da kippt er nochmal um. Oje, oje. Haben wir eine echte Hacke verpasst in dem Fall. Das kann man natürlich mal machen, klar. Dann gehen wir doch erstmal den Gang nach oben, würde ich sagen, bevor wir nach unten laufen. Wir haben ja auch schon eine bestimmte Kiste eventuell in der Distanz erspähen können und wissen dementsprechend, wo uns dieser Pfad hinführen wird. Ja, die Gegner ignoriere ich erstmal alle, soweit. Die rennen sowieso schon von uns weg und soweit, glaube ich, sind wir echt ganz gut trainiert. Stabil eben. Genau, hier ist eine Kiste. Wir kriegen ein Kupferschwert. Na, wenn das mal nichts ist, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich super gut, endlich mal eine neue Waffe zu haben. Let's go, Leute. Ich rüste es aus. 35 Angriff erstmal. Stabil. Absolut stabil. So muss das sein. Let's go. Arbeiten wir uns durch diese Höhle durch. So muss das sein. Mann, diese langen Korridore.
nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Ich habe ja schon gemeint, also ein Sprint-Button wäre noch sehr angenehm gewesen, hätten die den eingebaut. Aber, na gut. Leute, es wird, glaube ich, Zeit für einen bedeutenden Feind. Was haben wir denn hier? Zum Wasserfall. Keine Abfälle wegwerfen. Einfach gleich mal alles Mögliche hier entsorgen. Jawohl. So, Ebene 3 und wie man sehen kann, ist es auch die letzte. Es gibt hier keine Treppe mehr oder irgendwas Ähnliches, Vergleichbares. Ja, soweit sind wir lebenstechnisch doch ganz gut mit dabei, würde ich sagen. Und wir nähern uns einem bestimmten Punkt. Was haben wir denn dort? Ist das etwa die sagenumwobene Kristallkugel, hä? Sieht ganz danach aus. Yep, natürlich ist er das. Na sowas aber auch. Eine Kristallkugel schwebt in der Luft. Nachher greifen und sie nehmen. Jupp. Surprise, surprise. Meet Giza. I am the master of this waterfall. Oh, how long has she been? How many people have gone and come? 10 long years and more. I've waited 10 years, I tell you. All the time hoping for the left one. I mean, the right one to... But enough with the introductions. Now, for the crowment of Moose. Does this Bristol call, crystal ball, belong to you? Naja, nicht direkt, aber jetzt schon, würde ich sagen, werden wir dich umhauen. Freundchen, der ganz, ganz komisch spricht hier. At last. At last we fit mace to mace, you half-wit human. Now I'll teach you a moron. I mean a lesson you won't forget. Tja, da geht's los, unser erster Boss. Erstmal sollten wir die Taktik umstellen. Giza nähert sich. So, so, das ist also ein Name, wie? Als allererstes, wie gesagt, Befehlen folgen. Und das Tempo sollten wir auch mal auf normal stellen für den Kampf. Also bei Bossen sollte man das, denke ich, nicht jetzt überstrapazieren. So, wir können ja mittlerweile auch heilen, das hat er normal gelernt. Aber ich kann hier vor allem auch mit Drachenhieb und Flammenhieb ein bisschen was probieren. Jetzt ist es natürlich ein Wassergegner, ist die Frage, ob Flammenhieb hier überhaupt gut ist, aber ich könnte mich auch erstmal konzentrieren. Vielleicht konzentrieren wir uns beide mal. Erstmal. Ich habe das noch nie großartig gemacht, aber es klingt sehr interessant. Jengis wird verflucht. Kann sich nicht bewegen. Dagegen haben wir leider auch nichts, aber wir können uns weiter konzentrieren. So, es ist ordentlich angestiegen gerade. Jengis muss sich allerdings bald heilen. Das kann ich nicht lange so weitermachen. Au, der macht echt gut Schaden. Zustand hoher Konzentration erreicht, hä? Wir konzentrieren uns weiter. Aber diesmal muss Chris erstmal auch geheilt werden. Ach so, mehr geht gar nicht. Muss man das erst lernen, dass noch mehr geht? Also, unser Avatar, der anscheinend eine... Da kann er anscheinend sich da zur Wehr setzen. Jetzt weiß ich nicht, wie Konzentration genau funktioniert. Ob ich jetzt einen bestimmten Hieb benutzen sollte oder so. Ob sich das dann summiert oder ob ich es damit verpuffen lasse und einfach nur normal zuschlagen soll. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich habe mich keine Ahnung, wie das Konzentrationssystem funktioniert. Das ist ja, wie gesagt, blind. Und ich finde es einfach mal spannend. Oh Gott, der Ärmste. Wow. Aber dann hast du wieder was Normales. Aber es macht natürlich extrem viel Schaden zunächst. Das ist schon interessant, Jengis. Wir machen das mal kurz so. Bitte parieren. Wow.
Da hatten wir wohl ein bisschen Pech. So, als nächstes heilst du dich. Und dann kann Jengis dafür mal zuhauen, oder? Helmspalter kann er nicht benutzen, hat er keine Axt. Aber kein Problem. So, das ist natürlich sehr gut zu wissen, dass unser Hauptcharakter anscheinend Immunität gegen Flüche hat. Das macht ihn hier natürlich auch extrem wertvoll. Wir hauen mal so drauf mit dem Flammenhieb. 10 macht das, okay, gut zu wissen. Hat schon gemerkt, dass Konzentration, also dieser Einsatz, der lohnt sich dann schon. Das hat schon echt reingehauen. So, alternativ den Drachenhieb. Ich will einfach mal im Vergleich wissen, wie viel Schaden macht was. Also das macht schon mal mehr. Und dann noch einen normalen Angriff. Mal sehen, wo der sich einreiht. Ja, Drachenhieb war auf jeden Fall schon mal besser als Flammenhieb. Das ist doch schon mal eine Information, mit der kann man was anfangen. Ja, momentan kann man noch voll draufhauen, glaube ich. Und anscheinend macht er diesen verfluchten Nebel ja regelmäßig. Das ist auch gut zu wissen. Das macht auch 15. Toll. Na super. Naja, wie auch immer. Wir hauen normal drauf. Mal sehen, wie viel der Typ überhaupt aushält. Ja, das war's ja schon. Gerade wenn man sagt, ja, aber es ist ein schöner kleiner erster Boss. Ich denke, da kann schon wehtun, wenn man ein bisschen zu wenig gelevelt hat. Ich meine, hier kann schon, denke ich, vorkommen, dass er einen immer noch zuhittet, eventuell. Oh, Wappen, Wappen. Oh, my old wound. Ever since I got this, I've not been right quite. And it's all because of you. What? You don't know what I'm talking about? Then you... You're not the true owner of this crystal ball! No! The shame! The shame! So strong! Strong enough to withstand my fearsome might! You are no fortune feller! Wait! Could you be... The waterfall rears many humors, you know. I hear that a castle called Crodane has been cursed. That it was run over, overrun by thorns. And that only one person inside survived. He set off on a journey, leaving a horse and heart with a lone driver. Oh, sehr interessant. Sieh mal einer an. Das ist so gut gemacht auch gerade. Das gefällt mir richtig gut. Das ist echt schön eingebunden. Boah. Hintergrundstory gefällt mir. Waren wir wohl ein Soldat in Jordan, ha? Er hat hier so ein Soldatenoutfit. Naja, er würde auch seine Kampferfahrung erklären. Ist auch schon mal gut. As I thought, that was you. I don't know what you want with this crystal ball. But it's yours now. I accept the hands. Or is it defeat? Jawohl, wir kriegen die Kristallkugel von ihm. Sehr schön. One last thing. Should you meet the true owner of this crystal ball, tell him this from Don't throw things in the fall water. So, where we fell. Oh, the pain. The pain, the pain of my own. Ich finde das ja auch genial. Natürlich, wahrscheinlich immer wenn Leute was reinschmeißen, dann landet es ihm wahrscheinlich auf dem Kopf, weil er hier drinnen lebt. Oh Mann, ey. Und die Kristallkugel war wohl ein bisschen zu hart. Oh je, der Ärmste. Da geht er wieder rein. Oh, da tut einer schon fast leid, ein bisschen. Aber ich fand das richtig cool gemacht, so für den ersten Boss. Da hat er gleich ein bisschen was zu erzählen, hier mit dem Background und so. Das gefällt mir richtig gut. Das haben die echt gut hinbekommen, ja? Sehr schöne Sache. Benutzen wir Hintertür. Dann kommen wir ganz schnell raus. So, da wären wir wieder.
Sind wieder alle in der Gruppe normal mit dabei? Hoffentlich. Naja, wird schon passen irgendwie. Ja, sehr cool. Ja, Trudaine, was es da wohl für einen Hintergrund noch genau gibt und vor allem, was wollte der Dull Magus da und warum hat er das überhaupt getan? Und woher hat Dull Magus wiederum seine Mächte etc.? Man stellt sich durchaus schon die ersten Fragen über diesen Antagonisten. Aber auch über uns selber kann man sich hier Fragen stellen. Wer waren wir eigentlich genau? Nur eine einfache Schlosswache? Oder es steckt da noch mehr dahinter, wenn wir anscheinend dort überlebt haben? Und jetzt konnten wir ihm ja auch widerstehen. Wir haben eine Fluchresistenz, aber warum haben wir diese? Das frage ich mich gerade schon. Oh, es ist so angenehm. Du kannst in Dragon Quest 8 einfach hier über die Karte marschieren und es greift dich in der Regel nicht einfach so an. In Dragon Quest 7 war die so aggressiv eingestellt und es ist so angenehm, einfach mal rumzulaufen und es passiert nichts. Oh, ist das schön. Das glaubt ihr kaum, was für eine Erleichterung das ist. Das muss man wirklich an der Stelle sagen. Der Hammer. Aber Leute, ich würde dann sagen, dann beende ich den Part auch an der Stelle. War doch auf jeden Fall ein wunderschöner Part. Es ist eine Menge passiert und dann sehen wir doch mal, was Calder Rusher mit der Kugel anfangen kann. Vielleicht kann er uns ja auch was über den, ja, über die Vergangenheit aufzeigen. Vielleicht auch als Alternativmöglichkeit. Wir werden sehen. Es bleibt spannend und ich freue mich auch schon drauf und ich hoffe, ihr genauso. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.